Bei der Macht von Castle Grayskull, ich habe die Dschungelkraft. Das ist die große, bunte Toy Show. Willkommen bei Big Colorful Toy Show und einer weiteren Folge Nerd in Nature. Heute habe ich wieder ein 200X Minifigur dabei, beziehungsweise Mini-Statue. Und heute eben mit dem Dschungelkämpfer oder Dschungelkämpfer He-Man. Ja, er hat hier wieder diesen Waist-Twist wie Skeletor eben. Ja, ist mir letztes Mal aufgefallen. Der Unterschied in der 200X-Line gab es ja ziemlich viele verschiedene Varianten. Also da hat Mattel jetzt mal wieder auf die Spitze getrieben. Das war ja schon in der Vintage-Line so ein Thema. Da gab es ja alle möglichen Varianten und sogar spezielle Ländervarianten. Ich meine, beziehungsweise heute jetzt hier die Laser Power und Laser Light Figuren, ich meine, die gab es halt dann nur in Spanien, Italien und weiß ich nicht, aber nur in zwei, drei Ländern. Aber bei die 200X, da gab es sehr viele verrückte Varianten. Also auch hier Ice Armor, Feuer Armor, ja, hier und hier den Jungle He-Man. Er kommt wieder eben mit seiner Base, diesmal mit so Blättern drauf. Ja, auch ganz nett. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Ja, so. Und ein Pfeil und Bogen, der so ein bisschen nach Future Rambo-mäßig aussieht. Und ein ganz seltsames, ja, ich will es nicht aussprechen, Powerschwert. Das ist irgendwie wie so eine Säge geformt, ist irgendwie so ausgefahren, irgendwie gar nicht so mein Fall. Und er hat auch nur quasi hier Umhängetasche quasi, hier mit seinem Beutel, vorne mit diesem Kreuz, anstatt eben dieses Kreuz, wo er sonst immer hat, dieses X eigentlich. Ja. Dann hat er so einen Dschungel-Lendenschurz an und ja, das ist eben die Geschichte mit dem 200X Gesicht und Buckel, wo ich schon mal angesprochen habe. Ja. So weit zur Figur, ja. Heute haben wir wieder Glück. Heute gibt es wieder einen schönen Sonnenuntergang. Und es gab jetzt für mich auch eine tolle Meldung, da Mondo hat quasi ihr Warenhaus Warenlager aufgelöst und eben wieder Figuren online gestellt, die schon ausverkauft waren. Darunter war eben auch der Scareglow, den ich mir eigentlich nicht holen wollte und dann war er weg und dann wollte ich ihn doch. So, jetzt habe ich ihn mir gekauft. Bin gespannt. Ja, den werde ich natürlich hier auch wieder präsentieren auf dem Channel. Da bin ich schon sehr gespannt, wie der dann echt wirkt. Ja, es hätte sogar diesen komischen glänzenden Skeletor auch gegeben. Dieser aus der DesignerCon. Der sieht schon fancy aus, aber das ist mir dann keine $250 wert. Und natürlich auch die Standardfiguren Skeletor, He-Man und Merman gibt es auch. Auch die Exklusivvarianten gab es, außer die von He-Man. Die natürlich sehr gesucht ist, weil da nämlich der Alcala-Head von Skeletor dabei ist. So viel zu den Neuigkeiten. Aber ich habe mich sehr gefreut und ich konnte nicht widerstehen, ihn dann zu kaufen, den Scareglow. Jetzt nochmal zu der Figur. Er ist tätowiert, hier und da, ja, mit so Bumerang-Formen oder was das sind. Natürlich ist er die Taille wieder sehr hoch, auf trotz kleiner Figur hier auf dem Rucksack, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ist auch so ein Symbol drauf. Hier gibt es so einen schönen Glanz, so einen Metallic-Glanz auf dem Pfeil und Bogen, auch hier drauf, auf dem Emblem. Das Schwert selber hat auch hier sogar zwei Farben. Hier so ein Metallic-Grün. Ja, das ist jetzt die letzte Figur von den
200 X-Minis, die ich habe. Ich denke mir, ich werde mir auch keine mehr zulegen. Ich finde sie zwar ganz nett, aber für mich sind die nicht mehr wie so ein Gag. Aber ich habe mir gedacht, für den Start von diesem Format passt das ganz gut. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das so fortsetzen kann, weil jetzt immer mit so Sonnenuntergang und so. Und ich weiß auch nicht, ob ich zukünftig wieder so viel Zeit habe, wenn ich nicht mehr im Homeoffice arbeite. Aber ich werde es versuchen, es macht mir Spaß. Ich schulde euch ja noch quasi die Einladung in meine Kiesgrube, mit der ich als Kind hin und wieder Masters gespielt habe. Das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Wie gesagt, mit Moosman und dem Faceling. Das kommt dann noch. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Ich finde, es ist mal ein bisschen was anders, wie immer noch drin sein. Auch für die Zuschauer, finde ich, weil ich schaue mir sowas auch ganz gern an. Und es scheint mir jetzt, ja, bei dem ersten Video, mal schauen, vielleicht interessiert es dann mal noch mehr. Aber vielleicht ist auch den Leuten jetzt die 200x Minifigur jetzt nicht so wichtig und das wollen sie halt nicht anschauen. Aber hey, was soll's. Jetzt habe ich es halt mit denen gemacht, die haben gut in die Hosentasche gepasst. Ich habe sie dann auch jetzt erstmal so ein bisschen kennengelernt, diese Minifiguren, die ich habe sonst nur einfach schnell hingestellt. Wie gesagt, finde ich trotzdem ganz nett, aber mehr will ich mir jetzt nicht holen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst mir doch ein Abo da, auch ein Like. Ein Like würde mich auch freuen. Oder auch mal einen Kommentar. Was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Wie könnte ich es besser machen? Ja. Und lauter so Geschichten. Ja, also, tschüss, macht es gut. Ich wünsche euch alles Gute. In diesem Sinne, frohe Ostern. Oh, jetzt habe ich doch tatsächlich vergessen. Mein Teurum Einpacking-Format geht natürlich auch weiter. Als nächster mit dem Club Grayskull. Viel Spaß. Ich habe die Zauber.